Hey Clash, es gibt bereits einige Ankündigungen für den Monat April von Supercell, wenn es um die Erze, aber auch die Ausrüstung geht. So haben sie bereits gesagt, dass es keine neue epische Ausrüstung im Monat April gibt, aber gleichzeitig soll der Fokus auf die Erzgewinnung gelegt werden, sodass die Leute die Möglichkeit haben, nun ja, aufzuholen. So gibt es auch bereits jetzt die ersten Änderungen dafür bei euch im Händler. Erstens, das erste Mal, dass es jetzt hier kostenlos lila Erz gibt. Ist jetzt nur 10, aber ich meine, nimmt man auf jeden Fall mit. Und ja, ich bin schuldig, man sieht nicht so viel mehr, weil ich bereits direkt drauf gedrückt habe. Ich habe irgendwas Grünes blinken sehen, ich habe gesehen, dass es kostenlos ist und natürlich habe ich da drauf gedrückt. Ich bin da auf jeden Fall eher einfach gestrickt. Aber das heißt, ihr könnt das auf jeden Fall auch machen. Des Weiteren natürlich gibt es dann jetzt noch die hinzugefügte Möglichkeit und Option, sich für die Raid-Medaillen, die ihr euch am Wochenende durch die Clanstadt verdient, Erze kaufen könnt. Sind jetzt nicht die Unmengen an Erzsummen, aber es addiert sich auf jeden Fall auch. Das bedeutet, es scheint bisher auch so, dass Supercell eher jetzt versucht, die Schiene zu fahren, dass es mehrere Erzquellen gibt und da halt immer ein bisschen mit dazukommt. Aber am Ende hoffentlich dann eher mehr unterschiedliche Erzquellen. Daher hier auf jeden Fall die Änderung extrem cool, dass es jetzt eben auch über die Clanstadt dort diese Erzgewinnung gibt. Meine persönliche Empfehlung, zumindest bei mir ist es eben so, ich würde auf jeden Fall eher das Sternerz und dann auch das lila Erz kaufen. Blaues habe ich aktuell persönlich zu viel im Vergleich zu den anderen, aber ich glaube, da kann am Ende jeder wirklich selber ein bisschen nachjustieren, je nachdem, was einem eben fehlt, was auf jeden Fall sehr, sehr cool ist. Und natürlich ist es halt jede Woche wieder neu kaufbar. Ich hoffe, dass es weiter im Shop bleibt, ich gehe aber stark davon aus. Machen wir natürlich direkt weiter mit einem etwas, nun ja, diesmal von mir gesehenen Wunsch, wo ich hoffe, dass das auch hinzugefügt wird. Und wir reden jetzt von den Multiplikatoren auf Erzen im Clankrieg, aber eben auch zum Beispiel beim Sternbonus. Wer das nicht wissen, im Sternbonus ist auch Erz enthalten. Je nachdem, welche Pokalregion ihr angehört, ist das entweder mehr oder weniger. So bekomme ich zum Beispiel ab 5000 Pokalen hier jetzt aktuell 1,1 Millionen Gold, Elixier und 5500 Donus-Elixier als Sternbonus, das heißt einmal täglich. Allerdings da dran gekoppelt inzwischen sind auch 1000 Blaues und 54 Erz, die man auch gewinnen kann. Wenn jetzt aber ein Event ist, wie wir es gerade hatten, das Rubble Rumble, wo vierfacher Sternbonus ist, das heißt, das Ganze müsste mit 4 multipliziert werden, nun ja, funktioniert das nur auf die normalen Ressourcen. Gold, Elixier, Donus-Elixier. Nicht auf das Erz. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sagen muss, das kann nicht sein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Supercell das auch noch ändern wird. Dann schaue ich das Ganze mal vor. Vor allem natürlich, wenn ihr in einem hohen Pokalbereich unterwegs seid. Vor allem natürlich Legende. Der Unterschied ist enorm. Normalerweise dauert das mal so 4 Tage. Das heißt, wir haben pro Tag ca. 3000 blaues Erz mehr. Das ist, summiert sich auf. Das sind 12.000 blaues Erz, die wir in 4 Tagen mehr machen als sowieso schon. Und beim lila Erz auf jeden Fall auch einiges, was oben nochmal draufkommt, mit pro Tag circa 150. Das heißt, ich hoffe auf jeden Fall, dass es früher oder später hinzugefügt wird und für alle, die aufgepasst haben, ich habe natürlich auch bereits gesagt, ich hoffe, dass es auch im Clankrieg passiert. Denn wenn wir uns mal so einen Clan anschauen und uns die Perks anschauen, sehen wir bei Level 9, dass der Kriegsbonus an sich ja, mit 25% erhöht werden sollte. Macht er aber nicht. Beziehungsweise auch hier nur wieder Gold, Elixier und Donus-Elixier. Erzgewinnung wird hierbei nicht beeinflusst. Ich hoffe auch hier, dass allgemein die Multiplikatoren, die andere Ressourcen betreffen, auch auf Erze funktionieren. Das sind auf jeden Fall 2 Änderungen, die ich persönlich ja, nur gerecht fände und eine natürlich weitere indirekte Sternerz, allgemein Erzquelle wäre dann. Fände ich auf jeden Fall persönlich nur angebracht. Außerdem hat Supercell noch einiges anderes inzwischen rausgehauen und dieses Mal geht es um Balance. Und bei der Balance ist es so, dass natürlich viele Creator, aber auch Spieler da draußen sich gewundert haben, weswegen Supercell diesen extremen Wechsel von Rathaus 15 Schwierigkeit auf Rathaus 16 Schwierigkeit gemacht hat. Denn, ich zeige euch hier gerne nochmal die Zahlen, wenn wir uns die klarrichtiger Zahlen anschauen und das im Vergleich von Rathaus 15 auf der linken Seite zu Rathaus 16 auf der rechten Seite, sehen wir extreme Unterschiede in der 3-Sterne-Quote. Also, warum diese krassen Änderungen? Nun ja, Supercell hat uns Creator dort eine kleine Antwort gegeben und hat uns erlaubt, das Ganze mit euch zu teilen, sodass allgemein weniger Fragen darum entstehen. Und ja, auf Rathaus 15 bzw. Rathaus 15 allgemein war eine riesige Testphase. Supercell wollte testen, was passiert, wenn nun ja das Spiel schwieriger wird. Da haben sie zwar bereits von Anfang oder eher gesagt relativ früh mitbekommen, dass es nicht so gut ankommt. Allerdings wollten sie halt eben diese Testphase von einem Jahr komplett durchziehen, um halt eben zu schauen, wie reagieren die Spieler. Und das, was laut Supercell passiert ist, ist, dass die allgemeine, nun ja,
Zurückkommenrate von Spielern abgenommen hat und dass beispielsweise auch die Aktivität der Spieler, also das heißt, wie lange haben die Spieler das Spiel gespielt, auch abgenommen hat. Denn von uns außerhalb mit vielleicht Third-Party-Webseiten können wir maximal die Spieleranzahl vielleicht sehen. Wir können aber nicht sehen, wie lange haben diese Spieler gespielt. Haben sie nur kurz das Spiel geöffnet, vielleicht sogar nur aus Versehen? Oder haben sie wirklich auch Angriffe gemacht und das Spiel wirklich gespielt? Das sind alles nur Daten, die Supercell sehen kann. Und anscheinend war es auf Rathaus 15 nicht so ganz toll. Das Ganze versuchen sie jetzt mit Rathaus 16 einmal komplett gegenüber die Schwierigkeit zu nehmen und alles wesentlich einfacher zu machen. Heißt, als Beispiel, wie bereits eben gerade gesehen, ist es zum Teil in Champion 1 jetzt doppelt so leicht, 3 Sterne zu bekommen, währenddessen vorher jeder vierte Angriff 3 Sterne waren auf Rathaus 15, ist jetzt jeder zweite Angriff auf Rathaus 16 3 Sterne, wenn wir von Champion 1 reden. Die Erfolgsquote geht natürlich tendenziell nach unten, je weiter wir runtergehen in der Kleinkistliga, aber es ist auf jeden Fall wesentlich einfacher geworden. Und Supercell möchte das Ganze auf jeden Fall eben auch über einen gewissen Zeitraum testen. So gehe ich persönlich, und das ist hierbei eine Spekulation meinerseits, die hat Supercell uns nicht genannt, wie lange diese Testphase genau geht, aber ich gehe stark davon aus, dass die Testphase genauso lange gehen wird wie Rathaus 15, das heißt ein Jahr mit dieser einfachen allgemeinen Meta, die wir jetzt haben. Das, was Supercell bereits jetzt mitbekommen hat, ist, dass die Spieler wesentlich aktiver sind, mehr Spieler zurückkommen und vor allem auch wesentlich länger und aktiver spielen. Das heißt an sich alles positive Änderungen, die ich ja bereits in einem meiner vorigen Videos vermutet habe. Heißt, bisher scheinen die Änderungen von Rathaus 16 sehr, sehr positiv zu sein, wenn es um das Spiel geht. Da haben wir natürlich aber auch die ganzen Profis, die aktuell natürlich das Spiel sehr, sehr schwierig spielen können. Denn es ist natürlich sehr, sehr, auf dem höchsten Level zumindest, sehr, sehr häufig mit 14 bis 15 Sternen dort eben Matches entscheiden. Was natürlich auch als Zuschauer nicht ganz optimal ist. Das heißt, dort hoffe ich immer noch auf einen Profi-Modus, das heißt in Freundschaftsklankriegen und Freundschaftskämpfen, dass man dort die Schwierigkeit anpassen kann. Denn, und das ist hierbei ganz wichtig, es würde den normalen Clash gar nicht auffallen. Und damit will ich nicht irgendwie jetzt normale Clash of Clans und E-Sports-Zuschauer als dumm und ähnliches betiteln. Nein, das liegt mir auf jeden Fall fern. Das, was ich hiermit sagen möchte, ist, dass mir selber und wahrscheinlich auch vielen von euch da draußen nicht wirklich auffallen würde, ob eine Königin jetzt für einen X-Bogen, wie bei uns vielleicht, 5 Schüsse braucht oder in einem Profi-Match 8 Schüsse braucht oder 7 oder 6. Ich glaube, da zählt keiner von euch mit. Auch genauso wird es nicht wirklich am Ende entscheidend sein, ob eine Kanone ab jetzt auf einen König 200 Schüsse oder 300 oder wie viele Schüsse auch immer dauert. Das heißt, das allgemeine Spiel wird ja nicht geändert und einem Zuschauer, der vielleicht mal eine Zeit lang nicht vorhanden war in Clash of Clans und der vielleicht jetzt wieder zurückkommt und sich Profi-Matches anschaut, dem wird wahrscheinlich nicht mehr wirklich ein Unterschied auffallen, wenn man es ihm spielt. Von daher auf jeden Fall, wie bereits gesagt, meiner Meinung nach, wenn man versuchen möchte, das Spiel, wie aktuell bisher Supercell diese Tendenz beschreibt mit Rathaus 16, eher einfach zu gestalten, sodass man eben möglichst viele Spieler anspricht und diese 99,9% der Spielerschaft glücklich macht. Ja, im Vergleich dann zu natürlich dem Profibereich, den Supercell natürlich auch wertschätzt, die halt eben diesen Profimodus hinzufügt, sodass es für schwieriger ist, aber natürlich auch für die Zuschauer dann dieser Matches, weil das natürlich spannender ist, wie zum Beispiel eine Weltmeisterschaft in 2023 mit Rathaus 15, wo wir halt eben für jeden 3-Sterne-Angriff oder um jeden 3-Sterne-Angriff kämpfen müssen. Das ist auf jeden Fall bisher so diese kleine Transparenz, die auch immer Supercell rausgehauen hat. Dafür natürlich beide Daumen nach oben. Ich habe immer kritisiert, dass Supercell weniger Transparenz zeigt. Von daher, bisher April läuft bisher sehr, sehr gut an, muss ich bisher sagen. Einerseits die Erzänderungen, jetzt hier die Erklärung mit der Balance und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie am Ende der Test ausgeht. Wie am Ende dann natürlich die Entscheidungen daraus sind, denn eins ist auf jeden Fall ganz wichtig. Der Unterschied zwischen einem Rathaus 16 und einem Rathaus 15 ist, dazwischen sind unendlich viele Möglichkeiten, was die Schwierigkeit angeht. Deswegen bin ich sehr gespannt, worauf Supercell am Ende, nun ja, hinausläuft, was am Ende die Entscheidung sein wird, was am Ende dort, nun ja, die Spielerzahlen dort zu zeigen werden. Denn ich weiß, viele in den Kommentaren werden wieder zeigen, ist super, mir alle im Clan hier jetzt eine Meinung einfügen, die wahrscheinlich bei euch im Clan vielleicht da ist, vielleicht sagen sie, alles doof, den nächsten sagen, ist alles gut. Es ist ein Clan von Millionen an Millionen monatlichen Spielern. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, das anhand von einem Clan und deren Meinung natürlich festzumachen und auf das ganze Spiel zu prüfen. Deswegen, am Ende weiß es nur Supercell, nur sie kennen die Daten und anscheinend scheint es ein starker Auftrend zu sein, den wir hier in Clash of Clans sehen, was sie natürlich
bin ich komplett voreingenommen und könnt ihr auch gerne vorwerfen, was ich natürlich gut finde, weil ich das irgendwie auch mich unbedingt Kanal natürlich beeinflusst. Ansonsten, ich bin gespannt, was ihr dazu alles zu sagen habt, sowohl die Erzänderungen als auch natürlich hier die kleine Erklärung für die aktuelle Balance im Spiel von Supercell. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zum nächsten Clash-Video. Bis dahin, ich wünsche euch was und natürlich tschüss.